versuche ich trotzdem noch mal die UI zu aktivieren. Ja, er mag die Quest auch nicht außerhalb, also in dem Bereich, wo man nichts sieht. Machen wir den Chat wieder aus, den Ingame-Chat. Also im Grunde ist das nach dem Schatzgraben relativ einfach. Man hat ja da diesen Kreis und unten rechts, wenn man da steht, an dem Kreis vorbeiguckt mit den, wie soll ich sagen, mit diesen Winkelstreifen hier. Und wenn man dann rechts unten so 45 Grad zur Mitte steht. Von diesem großen Kreis, der hier drin ist, dann sollte es relativ schnell gehen mit dem Graben. So, hier können wir auch wieder die Wegfindung zu Afuaru anmachen. If you want to be rich, use your hands diligently.
Jetzt werden wir die Schatzkiste öffnen. Und dafür brauchen wir einen Schlüssel, der, soweit ich weiß, wieder hier hinten bei dem Fischer ist. Wo ist er denn? Da unten. Und hier dürfen wir wieder stehen. Hat natürlich jetzt super geklappt, den Schlüssel, den brauchten wir. Alles andere nicht. Es gibt keinen leeren Platz. Ja, das Bier, das werde ich ihm hier einfach geben. Ja. Einfach nur damit wir den Inventarplatz frei haben. Nochmal abholen. Und entweder war es Kiste Schlüssel oder Schlüssel Kiste. Es war Kiste Schlüssel. Und die Kiste soll man dann wieder vorgeben. Da ist nicht Afuaru. Da ist Afuaru. Da laufe ich jetzt auch einfach hier außen herum. Soweit ich weiß, ist hier nämlich auch noch ein Eingang in der Nähe.
to be rich, use your hands diligently. Grave robbers. Jetzt holen wir den Lagerschlüssel. Wo ist Rabam? Diebstahl fehlgeschlagen. Also nochmal. The only thing I've ever done was guard the storage alongside my husband. Das Gold werde ich jetzt einfach mal alles in Silber eintauschen. Oder auch noch nicht. Ich weiß, dass wir nämlich einen Goldbarren gleich brauchen, irgendwo für. Aber die hier kann ich mal alle mitnehmen. Auch wenn ich damit heillos überladen bin. Das hier kann ich wegwerfen. Die Kugel kann ich wegwerfen. Und den Speer auch. Macht zumindest etwas Platz hier wieder in dem Lager. Steht in von Rabam und gibt ihm Rabanit. Ich habe den Falschen gerade bestohlen oder versucht zu bestehlen. Da lang. Jetzt sollen wir den da abgeben, wo wir gerade eben waren. Okay, das Buch, das behalte ich mal. Das ist Einrichtung für einen Wohnsitz. The storage alongside my husband. Time is like sand in a sieve. It cannot be helped. So, damit haben wir das. Und jetzt soll mal das Tagebuch Afuaro geben.
Mal wieder. Nein, das war's auch nicht. Also hier wäre es wirklich schön, wenn man die verschiedenen Ziele anwählen kann. Entweder wenn hier eine kleine 1, 2, 3 oder sowas davor steht. Oder halt, wie auch immer. Oder der NPC-Name wär perfekt. Also so ähnlich wie hier diese Punkte. Wenn dann zum Beispiel hier dieses Männchen und dann der NPC-Name. Oder halt in der Reihenfolge, wie man die Quest absolvieren muss, stehen würde. Ich weiß gerade nicht, wo Afuaro ist, wo ich überhaupt hin muss. Ich glaube, der könnte hier irgendwo gewesen sein. Im Zweifelsfalle Fernglas Afuaro. Da. Und hinlaufen. Und jetzt kommt die Quest Goldbarren erforderlich.